Damen, hallo und willkommen zurück zu No Man's Sky. Ich bin der Dicke und wir befinden uns immer noch auf dieser Raumstation hier. Und ich hatte ja gesagt, ich bin mal ein bisschen gucken mit Geld machen und so weiter. Habe ich bis jetzt noch nicht getan, weil ich dachte mir, ja, wenn ich jetzt hier übelst rumzocke und Kohle mache, dann seid ihr ja nicht dabei und das wäre ja eigentlich auch blöd. Was mir aufgefallen ist, wenn man das Spiel speichert, also aus dem Raumschiff aussteigt, dann das Spiel beendet und wieder neu ins Spiel geht, dann steht das Raumschiff woanders. Ja, ich glaube, ich habe in der letzten Folge ungefähr dort geparkt oder dort. Und jetzt stehe ich dort. Wie auch immer. Kein Problem. Das heißt, ich gucke jetzt hier mal eben noch die Kollegen an, die jetzt hier gelandet sind. Vielleicht ist ja irgendwas Cooles dabei hier von wegen. Die bieten mir übelst viel für mein MRI. Allerdings bin ich mir gar nicht sicher, ob es das tatsächlich gibt, dass hier irgendjemand viel für MRI bietet. Und mir wurde ja in den Kommentaren gesagt, ich soll einfach Ausschau halten nach Dingen mit Sternchen. Wie zum Beispiel hier Chrysonit. Ja. Oder warte mal, ich guck mal kurz MRI. Der Chrysonit wäre jetzt vom Preis her insgesamt deutlich geringer. Aber wahrscheinlich bekommt man da auch deutlich mehr von und so. Da müsste man tatsächlich mal gucken. Ne? Dann haben wir hier Gag-Relik, Dimensionale, Matrix und so. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Stuff, der hier mit Sternchen markiert werden kann, wird und so weiter. Diese Raumschiffe finde ich so hässlich. Echt. Naja, ich würde sagen, ich gucke jetzt einmal hier eben noch mal rum. Und im Zweifel verticke ich das jetzt einfach, ja. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eventuell vielleicht unter Umständen gegebenenfalls in einer der nächsten Galaxien, also Sonnensysteme. Galaxie ist ja alles eine, aber Sonnensysteme sind ja tatsächlich mehrere. Ob es da dann vielleicht insgesamt auch wertvolleres Zeug gibt und so weiter. Und ich bin mir jetzt ein bisschen unschlüssig, ob ich jetzt einfach, ja, weiter warpe. Und halt einfach mal gucke, was passiert. So, warte mal, hier, zack. Okay, ebenfalls nicht. Ebenfalls nicht. Iridium wäre hier sehr gefragt. Überbrückungschip. Okay, das ist natürlich eigentlich schon interessant, ne? Allerdings, bis ich jetzt welche gebaut habe, ist der Kollege dann eh wieder weg und so weiter. Und ach, das ist doch alles blöd. So, kommt jetzt hier noch einer? Nein, aber er ist jetzt abgehauen. Pass auf, ich verticke jetzt mein ganzes MRI an ihn. Oder nicht? Nein, tue ich nicht. Ich gehe jetzt hier rein und verticke das da drin. Ja, der hat ja irgendwas Minusprozent und so. Vielleicht kriege ich ja auf dem galaktischen Markt wenigstens ein wenig mehr. Das wäre schon schön. So, hier haben wir erstmal einen Kollegen am Start. Grüß dich, meiner. Na, alles klar, du siehst hübsch aus heute. Galaktischer Markt, einmal ran da. Und ich möchte bitte Gegenstände aus meinem Inventar verkaufen. Ebenfalls minus 2,4%. Das ist bitter, aber ey, man darf auch nicht unterschätzen, ja, es ist mal easy going hier. Eine halbe Million Units sind das. Und das ist schon krass. Ja, das ist schon nicht schlecht. So, pass auf, ich verticke jetzt alles hier. Antimaterie weg. Den Atlasstein behalte ich. Mir wurde gesagt, man muss davon irgendwie 10 Stück finden oder sowas. Habe ich in den Kommentaren irgendwie gelesen. Und auch wenn das hier nirgendwo steht, es gibt auch Sternchen auf dem galaktischen Markt. Echt jetzt? Komm, dann verticke ich das jetzt hier. Einfach so, weil ich es kann. Wo war ich jetzt? Ja, auch wenn ich das hier nur mal lesen kann, wie gesagt, 10 Stück und so, ich behalte den erstmal. Sicher ist sicher. Schauen wir uns das Ganze mal an. Dann haben wir hier noch Titan, dann haben wir hier Plutonium. Das brauche ich alles selber. Und es sieht an sich ganz gut aus. Komm, hier, das passt. Und ich gucke nochmal kurz, ob ich hier durch irgendeine Tür durchkomme. Was haben wir hier? Atlas Pass V3. Nein, das geht so nicht. Und hier wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ja, V3. Dann ist das so. Meilenstein erreicht. Ein Traum. Soll ich mit dem Kollegen mal sprechen? Der sieht schon wieder so, hier bla bla bla, Eindringling, bla bla bla, Kapitalist, wow, okay. Warum auch nicht, ja. Komm, guck mal, was er so zu erzählen hat. Kohlenstoff, na genau, 20 mal Kohlenstoff nötig. Wo soll ich denn inmitten eines luftleeren Raumes Kohlenstoff auftreiben? Das kann ja gar nicht funktionieren. Aber gut. Ich könnte jetzt mal, komm, ich gucke jetzt mal so, just for fun, gucke ich mir jetzt einfach mal dieses Raumschiff an. Was das jetzt kostet, wie viel das ist. An sich sieht es cool aus. So, ja, naja, geht schon. Ein bisschen klobig vielleicht insgesamt, ne? Aber kein Problem. Gra, Eindringling, bla bla. Jo, grüß dich, mach's gut. Angebot für das Raumschiff, der Lebensturm, 25 Plätze, 1,8 Mille.
Joa. Hätte ich so viel, würde ich sofort ausgeben. Aber ich habe weder so viel, noch kann ich sofort ausgeben. Ja. Okay. Normalerweise jetzt wie folgt. Ich ignoriere euch jetzt alle. Und ich steige jetzt hier ein. Zack. Einmal Boost in der Haus. Joa. Zack. Startvorgang eingeleitet. Mensch, zum Glück bin ich nicht in den reingecrashed. So, und da wäre wieder der Atzenplanet, auf dem wir uns die ganze Zeit befinden. Aber Leute, wir machen das wie folgt. Ich, M, ihr wisst Bescheid. So, ich möchte bitte hier diesen Atlas, warte mal, Q. Nee, doch. Was ist jetzt? Atlas sind Schnittstelle. Oh mein Gott, stottern wird zusammengeschrieben. Weg auswählen Richtung Atlas-Schnittstelle und genau da wollen wir hin und da gibt es die nächste Atlas-Schnittstelle und komm, das geben wir uns jetzt einfach, zack, einmal Power on off. Da bin ich gerade durch irgendeine Raumstation durchgeflogen, durchgehyperwarpt und jetzt anscheinend durch den Planeten und oh mein Gott, da ist schon alles ganz schön gefährlich, was hier passiert, ja? Schon krass, schon krass. Und ich werde mich wieder an den Trick halten hier von wegen, sobald ich da bin, Scan drücken, zack. Oh, hat das jetzt schon geklappt? Da ist, glaube ich, diese Atlas-Schnittstelle. Also, da huschen wir jetzt erstmal hin. Das Sonnensystem sieht hier ein bisschen giftig aus. Hier mit so grün und so. Naja, verlassenes Gebäude entdeckt. Gleich mal durch den Scan am Anfang. Warum nicht? Komm, hier einmal den Atzenboost reingehauen. Hier, der es auch nicht wirklich bringt. Ich war der Meinung, es war schon mal schlimmer. Vielleicht ist der Sprit inzwischen leer. Aber auf jeden Fall ziemlich cool hier mit diesem Würfel-Dingens-Teil-Gedöns-Moped. Zack, rein da. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was da jetzt passiert. Ich gehe ja fast davon aus, man kriegt jetzt einen neuen Atlasstein. Was auch immer man mit diesem dann tun kann. Schauen wir mal. So. Schon mal gelandet. Meilenstein erreicht. Und das klingt gut. Doch. Meilenstein klingt schon mal super. Warp aktiviert. Achtmal geworbt. Mensch, ist aber auch schwer heute. So. Hier geht's bergab. Zack, genau. Das heißt einmal hier lang. Was sind das für lustige Dinger? Rein. Kovex-Wort. Diese Teile bringen mir Wörter bei. Oder auch nicht. Hä? Wächter. Doch, die bringen mir echt. Die bringen mir Wörter bei. Wie geil ist das denn? Oh, na, da muss ich ja mal. Okay, offensichtlich nicht alle. Vielleicht, wenn ich einige Wörter schon kenne. Ah ja, das könnte tatsächlich sein. Habe ich in der ersten Atlas-Schnittstellen-Dingens-Moped-Gedöns-Schnickedings-Teil die Dinger eingesammelt? Einige, aber da ist mir das nicht aufgefallen, oder? Hier, na Mensch, Leute, hier geht es immer richtig ab. Krass. Ho. Ist das schön. Das mit dem Rot, das wirkt hier echt ganz schön dramatisch. Und da kriege ich auch ein bisschen Angst bei. Aber, nun gut. Hilft ja nichts. Man muss ab und zu, muss man auch mal, ne, ängstlich und Bauplan. Okay, bereits bekannt. Was hier abgeht, Leute. Krass. Zack. Machen wir hier noch einen. Und das war's. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns hier mal das Wesentliche an. Also das sieht schon ganz cool aus, was hier. Oh mein Gott, das passt hier gar nicht rein. Aber das hier so mit dem Rot und ja, doch. Was haben wir hier? Ein Artefakt, eine Warpzelle, ein Artefakt, eine Warpzelle. Sehr nice. Verbrauchen wir natürlich auch direkt. Das heißt einmal hier Hyperantrieb aufladen, Warpzelle und der sieht auch gut aus hier. Allerdings, ich denke gerade drüber nach. Das war taktisch vielleicht jetzt nicht so der klügste Move. Vielleicht bekomme ich ja demnächst ein neues Raumschiff. Dann brauche ich neue Warpzellen. Aber gut, kein Problem. Alles wird gut. Was haben wir jetzt hier? Riseketori. Wie auch immer. Rommel. Oh, oh. Konvergenz. Einmal angucken hier das Ganze. Ziemlich cool. Ziemlich gut. Atlas-Schnittstelle zustimmen, mindestens Meilenstein Juno. Ja, ich weiß immer nicht, was mit diesen Mindestangaben da gemeint ist. Scheißegal. Zustimmen.
Ja, Geschenk des Wissens, jeglicher Zweifel sind verflogen, Sterne warten auf mich. Ja, so sieht's aus. Atlasstein mal 1. Okay. Ich komme hier nicht drüber. Also weiter geht's hier dann tatsächlich nicht. Das war's. Okay, ich habe jetzt einen zweiten Atlasstein offensichtlich. Die sind natürlich nicht stapelbar. What? Echt jetzt? Das heißt, wenn ich jetzt dann also durch die Kante rocke hier. Ach, das ist doch scheiße. Ist egal. Ich lade erstmal meine Lebenserhaltungssysteme wieder ein wenig auf. Ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit zwei Atlassteine im Inventar und da ich echt nicht weiß, was, also die klingen so, als wären die wichtig, aber sie sehen nicht aus, als wären sie wichtig, zumal ich sie an jeder Ecke verkaufen kann. Also, ach, ich bin da... Warte mal, oh mein Gott, nicht. Erstmal kurz noch das Ding hier eingesammelt, zack. Ich weiß nicht, hat das jetzt was gebracht? Jo, nicht verfügbar. Das Codex-Wort für nicht verfügbar, quasi AFK im Codexisch gelernt. Gut, kein Problem. Bin gespannt, was dieses Sonnensystem hier so bringen wird. Sonnensystem? Ja, Sonnensystem. Oh, warte mal, was ist denn jetzt? Ach hier, das ist dieser riesengroße Würfel. Ich muss ja erstmal aus dem Traktorstrahlbeam-Ding raus hier. Und jetzt schauen wir mal. Da ist ein Planet. So, und ich würde sagen, warte mal, ich guck mal kurz was. Was passiert, wenn ich hier diese Dinger kaputt schieße? Ist das immer noch Tamium? Bam, 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 bam. Es funktioniert nicht. Das Teil ist einfach zu weit weg. Aber das ist schon ein ganz schön großer Klötz anscheinend, wenn ich mir das so angucke. Probieren wir es mal hier. Zack, 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 zack. Es ist immer noch Tamium. Ich prüfe mal kurz was. Moment. Einmal runtergebremst hier. Zack. Ich möchte mal gucken, was dieses Tamium jetzt hier tatsächlich an Wert hat. Steht das hier? Insgesamt 2300. Es ist nicht viel. 20,6 Units pro Einheit. Nein, das ist nicht schön und auf jeden Fall nicht viel. Aber das Teil hier, das sieht echt krass aus. Oh, hier, da kann man Löcher reinballern. Kupfer! Halt, stopp. Ich glaube, ich sollte mich wirklich mal mehr damit beschäftigen, auf irgendwelche lustigen Dinge hier zu ballern, die im Weltall rumschweben. Ich meine, hier kriegst du erstmal Kupfer. Gut, jetzt nicht in enormen Mengen, dass man sagen würde, ja, das lohnt sich, das jetzt hier abzutragen, aber ich denke, wenn man da mal so ein kleines Asteroidenfeld findet, wo viel mehr Kupfer drin ist, dann geht das schon ganz schnell, dass man da mal ein paar Stacks zusammen hat. Oh, Tamium. Würde mich mal interessieren, ob das im Weltall tatsächlich so wäre. Wenn ich mit irgendwelchen Lasern auf irgendwelche Steine schieße, dass die dann hier so... Wenn einer von euch bei der NASA arbeitet und schon mal im Weltall war, ja? Lasst es mich wissen. Spaß beiseite. Ich gehe davon aus, derartige Leute werden keine Zeit haben, um YouTube zu gucken. Aber nun gut. Dafür kriege ich auch Geld, ne? So. Einmal kurz geguckt hier, was das jetzt gebracht hat. Hier Kupfer. Es war eigentlich ein bisschen was und Kupfer bringt 110 je Unit. Das heißt, das bisschen hat jetzt gerade mal 13.860 Kupfer gebracht. Was ist das? Achso, hier ist immer noch Atlas-Schnittstelle. Mhm. Und da sind irgendwelche krassen Schiffe und hier geht's zu dieser besagten, zu diesem verlassenen Gebäude. Und ich würde sagen, ja, gucken wir es uns an, gucken wir es uns nicht an. Ich würde sagen, ja klar, komm, wir gucken es uns an. Einmal hier diesen Boost-Schnickedings-Bums-Gedöns gezündet. Ich fliege einfach erstmal ein bisschen geradeaus hier, noch so 10 Sekunden. Hoffe, ich werde jetzt nicht gleich wieder von der Erdatmosphäre hier angezogen. Oh mein Gott, nein, das sieht ganz gut aus. Oh ja, aber ich bin in der Umlaufbahn, ich bewege mich. Wie geil ist das? Zack, und da sind wir eingedrungen in die Atmosphäre. Ziemlich cool, doch, das war nice. So, ich mache mal wieder Boost-mäßig hier. Ich ziehe mal noch ein Stückchen weiter hoch. Einmal ein bisschen hier über die Oberfläche, bis die Geschwindigkeit da wieder durchdreht. Oh, oh. Dann boost alle. Nein, ist er nicht. So, einmal auf 1500 U beschleunigt. Und ich würde sagen, dann könnte man auch so langsam mal nach unten neigen hier. Zack. Sehr schön. Ah, das war schon wieder ein cooler Move, oder? Ich finde, das ging gut ab.
einmal ein Stückchen hier nach links gezogen. Okay, kurze optische Beurteilung der Planetenoberfläche. Sieht trocken aus. Es könnte ein heißer Planet sein. Schauen wir mal. Ich leite mal den Landevorgang ein hier. Zack. Ich bin gespannt. Es sieht auf jeden Fall nicht nuklear oder radioaktiv aus oder sowas. Leerer Planet. Lau, normal, karg, unentdeckt. Okay. Ich verstehe. Es sieht, tiefe Atmosphäre, reichlich Ressourcen möglich, erhöhte Belastung für Lebenserhaltungssysteme. Reichlich Ressourcen klingt doch schon mal richtig nice. Schauen wir mal, was war das jetzt hier? Ein verlassenes Gebäude oder sowas? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt hier vorne an. Hier erstmal gucken, was da abgeht. Grell, rote Kugel zwischen den Wolken, riesiges, unheilvolles Auge, starr, abscheulich, bla 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 bla. Datenprotokoll analysieren. Krass, Leute, krass. Neue Technologie, Ausdauersteigerung, Theta. Joa, bräuchte mal Heridium für. Habe ich verkauft. Clever, wie ich bin. Sehr schön. So, was haben wir hier? Kann man da was? Nein, da kann man nicht. Oha. Was ist das? Das sieht auf jeden Fall mal neu aus. Sieht aus, als würde hier irgendjemand Pflanzen züchten. Hier kann ich nicht ran. Ist das nicht wieder so ein Bankterminal? Wieso kann ich da nicht ran? Was ist das? Schildsplitter. Okay. Hier geht nichts. Oh, diese Ungewissheit. Das ist schon die Hölle. Gucken wir mal kurz hier raus, was hier abgeht. Kommt man hier raus? Hier kommt man raus. Sehr schön. Hier gibt es auf jeden Fall Plutonium. Was ist das? Sieht giftig aus, scheint mich aber nicht zu stören. Sehr schön. Warm, komm, hier haben wir der neuen Wumme ein bisschen rumgelaserbeamt hier. Plutonium kann man ja immer gebrauchen. Oh, hier gibt es aber auch riesengroße Vorkommen an Plutonium, sehe ich gerade. Zieht euch das mal rein. Nice. Was haben wir denn hier? Mit einmal einfach mal 100 Plutonium. Ich mache ihn einfach mal kaputt. Allerdings sind die Wächter jetzt hier inzwischen auch wieder normal. Kann sein, dass sie da ein bisschen angepisst sind, wenn ich jetzt hier schon wieder so durchdrehe. Alter. Das ist mal ein ganz schön großer Zapfen hier. Mal gucken. Auch 100, okay. Joa, dann ist das so. Machen wir noch einen. Ich nehme einfach mal Plutonium mit. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was mir vor die Funzel kommt. So lange, wie es mir vor die Funzel kommt. Und dann irgendwann mache ich dann hier einfach mal... Oh, Eisen eingesammelt. Fliege ich dann einfach, wenn das Inventar voll ist, einfach mal zurück und verkaufe das alles. Oder ich suche halt eine Dings. Emeril, neutral, okay, komm, nehmen wir auch mit. Wir nehmen jetzt alles mit, was hier rumsteht. Vielleicht finden wir auch noch mal ein bisschen Gold, aber mir wurde ja mal gesagt, Gold ist weniger wert als Emeril. Ich scanne hier mal eben noch kurz ein bisschen was. Seht ihr, ich könnte auch noch, wir gucken gleich noch mal, was ich hier denn so noch alles so hochladen kann. Da gibt es ja auch noch mal Kohle für. Und ja, wie gesagt, das große Ziel ist ja, irgendwann mal ein Raumschiff zu kaufen. Analyse läuft. Ja, das ist schon schön hier. Komm, das da oben, kennen wir das schon? Kennen wir schon. Das kennen wir auch noch nicht. Analyse läuft. Was ist das? Kenne ich nicht. Wie auch immer. Gut, einmal in die Tiefen dieser Höhle vorgedrungen. Schauen wir mal, was passiert. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich mal mein Jetpack upgraden müsste? Hatte ich. Ja, bestimmt. Gucken wir mal. Habe ich schon. Eisen. Ich kann doch mal einfach ein bisschen durch die Kante ballern hier mit meinem übelsten Lasergerät hier. Sehr nice. So. Was geht denn hier so? Es ist insgesamt sehr viel Plutonium am Start, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Es ist doch auch nicht zielführend, oder? Jetzt hier Plutonium. Ich kann mal... Ah, ich habe schon lange nicht mehr gescannt. Lebenshaltungssysteme bei 50%. Nicht cool. Was ist das? Habe ich das schon? Das kann ich nicht. Gehört wohl zur Deko. Dann ist das so. Pass auf, ich rock zurück. Ich gucke erstmal mit dem... Ich gucke erstmal zum Raumschiff zurück. Von wo bin ich jetzt gekommen? Ich glaube von dort.
Bin mir allerdings überhaupt nicht sicher. Nein, hier gibt es doch Plutonium. Ich glaube, hier bin ich noch nicht angekommen. Da ist mein Raumschiff. Ja, ich denke mal, wenn man hier irgendwann mal an die Oberfläche zurückkommt, dann wird man schon wieder zum Raumschiff finden. Wenn man denn zur Oberfläche zurückkommt. Ist natürlich die Frage, aber hat meine Knarre? Nein, hat keine Granaten. Ich könnte mir jetzt natürlich mal eben spontan noch ein paar Oh, was? Der sieht groß aus, aber es ist bestimmt auch wieder eine 100. Jo, 100. Emeril. Emeril. Plutonium. Plutonium. Also ich weiß nicht, es ist schon insgesamt sehr viel Plutonium hier am Start. Das ist schon eigentlich ganz cool, oder? Guck mal jetzt mal hier rein hier. Was ist denn hier der Event? Oh, geht's schon direkt los hier. Was bringt denn ein so? Aber ein so ein hässliches Stack bringt nur 10.000. Das ist nichts, Leute. Ich glaube, das lohnt sich nicht mal wirklich. Ich meine, da fahre ich ja, da fliege ich ja fünfmal zum Verkaufen, bevor hier irgendwas läuft, oder? Ist nicht cool. Ist hier eine Sackgasse? Hier ist echt eine Sackgasse. Echt jetzt? Kann ich hier was scannen? Ich kann hier extrem viel scannen. Na gut. Okay. Dann muss ich wohl zurück und hoffen, dass ich... Oh, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Kann ich jetzt hier mit meiner Knifte hier irgendwie einfach in die Wand bohren? Nein, da brauche ich tatsächlich irgendwas, was explodiert wahrscheinlich. Naja, ich wollte mal ins Inventar gucken, ich wollte mal ein wenig was hochladen hier. Und zwar machen wir das doch direkt, das heißt einmal hochladen, hochladen. Dann haben wir hier noch jede Menge Entdeckungen, so viel ist es gar nicht, war der Meinung, ich habe, warte mal. Hier ist noch ein bisschen was am Start, warte mal, hier zack, 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 zack. Gibt es denn da insgesamt irgendwann so eine Übersicht, wo man sieht, wie viel man schon verschickt hat? Beziehungsweise, nee, was man jetzt bekommen hat. Ich glaube, wenn man jetzt hier rausgeht, ja, 19.000. Ist nicht die Welt, aber hey Leute, Kleinvieh macht auch Mist, ja. Und 19.000 Units könnten irgendwann beim Erwerb eines Raumschiffes fehlen. Ah, wisst ihr Bescheid. Lebenserhaltungssysteme bei 10%. Oh, hier geht es aber wirklich zügig, Leute. Krass, was ist los bei euch? Zum Glück gibt es hier so viel Plutonium. Wahrscheinlich genau deswegen, damit man hier nicht abnippelt, gibt es hier direkt erstmal Plutonium-Vorräte, ja, für das ganze Leben oder so. So, ich glaube, hier könnte das ganz gut aussehen. Ja, na, da geht's auch raus. Leute, krass. Puh, Sicherheit. Was haben wir da? Irgendwas Blaues? Egal. Weiter geht's. Often. Unentdeckt. Aber ich habe das doch jetzt schon entdeckt. Wieso ist das jetzt unentdeckt? Na, ja. Ich würde sagen, jo, einmal ab ins Raumschiff. Wir gucken mal, was hier so an großen, ja, Vorkommen so am Start ist. Vielleicht finden wir, oh, Startschubdüse ist nahezu empty. Gleich mal aufgeladen, alles wird gut. Hier gibt es auf jeden Fall große, große, große Steine, die Ressourcen beinhalten, gehe ich von aus. Nichtsdestotrotz gebe ich erstmal ein bisschen Gas und wir gucken erstmal, was so passiert. Vorteil an so einem, ja, kargen Planeten ist natürlich, man hat sehr, sehr, sehr guten Einblick auf das Gelände. Ja. Sieht man meine Hand? Ich fummel hier die ganze Zeit mit meiner Hand rum, ja, aber eigentlich sieht man die ja gar nicht. Ja, das spiegelt sich ein bisschen oben in der Facecam, ne? Gut. Ihr wisst, was ich meine. Oder auch nicht. Ist egal. Man sieht halt sehr schnell auch Raumschiffe, die eventuell irgendwo mal aufploppen. Da unten gibt es erstmal noch so ein Anzug-Upgrade. Und es geht weiter. Es geht weiter. Schauen wir mal, was geht hier. Diese Ressourcen hier, diese roten Bubbles. Warte mal, das... Naja, nee, irgendwann mal. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich irgendwann irgendwie irgendwo mal vielleicht ein Raumschiff finde oder sowas. Und da würde ich dann landen und ich gehe davon aus, da sind dann auch diese Dinge da in der Nähe. Wobei, jetzt haben wir hier zwei Ressourcen nebeneinander. Komm, pass auf, ich gehe mal kurz runter. Zieh mir das mal rein. Drück mal kurz noch C. Hat nichts gebracht. Erstmal gucken wir, was da drüben ist.
Ist das ein Raumschiff? Nein, das ist kein Raumschiff. Das ist einfach nur irgendwas ohne Raumschiff. Gut, dann ist das so kein Problem. Oh, wieder Jetpack verraved. So, jetzt haben wir hier zwei unterschiedliche Ressourcen am Start, die mir beide nicht wirklich bekannt vorkommen. Ich würde sagen, ich... Geht noch nicht. Ich gucke einfach erstmal, was das jetzt hier ist. Gold. Ach so. Okay. Nice. Gucken wir mal kurz. Gold bringt Inventar 220 Units je Einheit. Okay, Emerie bringt tatsächlich ein bisschen mehr. Aber vielleicht ist ja Gold deutlich öfter mit Sternchen im Markt gefragt. Und so, pass auf, ich knall jetzt hier einfach erstmal diesen Haufen hier weg. Ich brauche irgendwie, ich brauche mehr Boom, mehr Krach. Ich muss hier schneller. Komm, pass auf, wir machen jetzt mal, wir gucken mal, was sagt denn die Folge? 26 Minuten. Oh, Leute. Jetzt wird's unruhig, sage ich euch. Wir gucken mal kurz jetzt hier Bergbaustrahl. Ich versuche mich jetzt mal mit diesen ganzen Dingen hier zu beschäftigen. Also, wir haben einmal den Bergbaustrahl, der jetzt hier mit grün markiert ist. Das heißt, wenn ich jetzt... Was ist das? Das ist blau, oder was? Nein, warte mal, weg. Ich könnte Technologien installieren jetzt hier an diesem Bergbaustrahl. Ich probiere das jetzt mal hier. Laser. Iridium, Heridium. Strahlkühlungsmittel, Verstärker, Kampfverstärker, Kampfverstärker. Ich möchte aber doch eigentlich gar nicht... Schnellere Bergbaustrahlprozesse bei ressourcenreichen Materialien. Nutzer verfügt über einen schnelleren Elementabbau aus Kristallen, Felsen, planetarer Vegetation. Funktioniert automatisch beim Bauen mit Multidings-Werkzeug-Dings. Kryosonit bräuchten wir dafür. Das wäre jetzt hier plus 2. Ich kann doch aber auch schon hier plus 3 Dinge bauen, oder? Plus 4. Strahlenfokus. Schnellerer, bla bla bla. Ressourcenreich, bla bla bla. Kryosonit, Platin. Platin habe ich doch im Raumschiff, oder? Nein. Nein, warte mal. Das ist Exo-Anzug. Platin, Raumschiff. Yo. Aber kein Kryosonit. Aber vielleicht ist das da drüben Kryosonit. Oh, Leute. Das ist hier aber auch. Schon wieder ganz schön heftig auf die letzten Minuten. Sieht auf jeden Fall ziemlich dark aus hier, der Gerät. Heridium, das ist kein Kryosonit. Kurz mal gescannt. Was ist denn Kryosonit? Hatte ich schon mal Kryosonit? Ich glaube, ich hatte schon mal Kryosonit. Aber, pass auf, ich knall hier mal kurz rein. Ich will mal gucken, was das jetzt hier tatsächlich an Standardwert mit sich bringt. 27,5 Units. Okay, das ist nahezu nichts. Meine Nase ist gerade ganz schön dicht. Was ist da los? Warum ist das so? Das ist blöd. Einmal das Ding kurz mal ausrangieren. Hier, wir brauchen den Platz im Inventar ja irgendwo. Aber die Nummer mit dem Gold gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Allerdings, ja, eigentlich hätte ich gerne mal so ein bisschen den geupgradeten Laserstrahl. Aber wo kriege ich jetzt Kryosonit her? Entweder ich suche mir einen Handelsposten. Oder halt nicht. Und ich würde sagen, komm, es ist also jetzt so eine Zwickmühle. Ja, wir hätten theoretisch noch eine Minute Zeit, aber ich will das auch nicht in die Länge ziehen. Das heißt, ich würde sagen, ich mache an der Stelle den Cut. Und ja, wir sehen zu, dass wir in der nächsten Folge irgendwie da, ja, irgendwo fündig werden und irgendwas Krasses reißen können. Jetzt hier den Strahl upgraden oder ein neues Raumschiff oder was halt so passiert. Ja, man weiß es ja immer nicht, man weiß es ja nicht. Es ist ja alles offen in diesem Game. Und dann würde ich sagen, ja, wie immer, Daumen hoch runter, wie es euch gefallen hat. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. No Man's Sky. Ich bin der Dicke. Bis dahin.